Wie bekommt man seine Zornesfalten in den Griff? Dazu erzähle ich dir heute vier Dinge, die du unbedingt wissen solltest. Hallo meine Lieben, ich bin Christina Schmid, die Autorin von SheStyle Botox und natürliches Facelifting, und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Und meine Zuschauerinnen können auch immer etwas gewinnen. Heute ist es der gelbe Bella Bambi, der Alleskönner im Gesicht sozusagen, ein Schrüpfer, der sehr flexibel ist und man deswegen im Gesicht super mit ihm arbeiten kann. Drei von euch bekommen ihn heute geschenkt, aber darüber reden wir noch später. Wenn die Rede davon ist, die Zornesfalten irgendwie zu glätten, denken die meisten an Botox. Ich finde das immer so schade, denn es ist ungefähr so wie mit der Nackenverspannung. Die Falten entstehen nämlich durch die chronische Anspannung in diesem Bereich. Jetzt stell dir vor, du lässt dir gegen deinen verspannten Nacken Botox spritzen. Natürlich ist dein Muskel dann entspannt, deine Verspannung ist weg. Aber der Muskel ist in Wirklichkeit nicht entspannt, sondern gelähmt. Bis du ihn wieder bewegen kannst, wird er abgebaut haben. Du verlierst also mehr, als du gewinnst. Wenn es um den Nacken geht, ist uns allen klar, dass Bewegung und Massage das Wichtigste und das Hilfreichste sind. Nur im Gesicht machen wir uns das nicht bewusst. Deswegen werden wir heute die Anspannung, durch die die Zornesfalten entstehen, gemeinsam durch eine Massage lösen. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch über folgende Punkte sprechen. Erstens, wenn du dir angewöhnt hast, diesen Bereich chronisch anzuspannen, machst du das vermutlich auch im Schlaf. Es wird so viel darüber gesprochen, wie wichtig eine Morgenroutine ist. Ich finde eine Abendroutine viel wichtiger. Der Schlaf ist nicht zum Entspannen da. Entspannen solltest du dich, bevor du schlafen gehst. Ich finde, Gesichtsyoga oder eine Gesichtsmassage ist ein schöner Weg, sich zu entspannen, vor allem eine Gesichtsmassage, weil die Anspannungen im Gesicht mit Anspannungen im restlichen Körper korrespondieren. Wenn man das Gesicht entspannt, schafft man es kaum, sich woanders anzuspannen. Achte also darauf, dass du erst schlafen gehst, wenn du runtergekommen bist und wenn du dich entspannt hast. Es ist natürlich keine Garantie, dass du im Schlaf nicht trotzdem das hier machst. Dazu ist es natürlich wichtig, diese schlechte Angewohnheit auch tagsüber loszuwerden. Ich hoffe, dass die Massage, die wir heute gemeinsam machen, einen guten Beitrag dazu leistet. Zweitens, die Zornesfalten sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Anspannung im Augenbrauenbereich hängt mit der Anspannung im Kieferbereich zusammen und der Kieferbereich hängt mit dem Hinterhaupt zusammen. Deswegen sage ich immer, egal was für ein Anliegen du hast, trainiere und massiere das ganze Gesicht. Manche fragen, warum soll ich deinen Online-Kurs kaufen, wenn ich deine YouTube-Videos habe? Meine Lieben, mit dem Online-Kurs habt ihr die Grundlage fürs ganze Gesicht. Die YouTube-Videos sind nur Fragmente. Im Online-Kurs habt ihr ein sinnvolles Training fürs ganze Gesicht, Schrüpfe, Schabemassage, Reflexmassage, das könnt ihr einsetzen, wie es euch gerade passt, fürs ganze Gesicht und für die Kopfhaut, so dass euer Gesicht regelmäßig einfach voller Energie ist. Die Muskulatur muss man trainieren und entspannen. Diese Methoden sind sinnvoll aufeinander abgestimmt, damit die Muskeln gut aufgebaut werden und gleichzeitig entspannt bleiben. Genauso machen wir das ja am Körper auch. Sport und Massage, zwei sinnvolle Sachen, die ineinander greifen, wenn man fit sein will. Wenn du sonst gar keine Zeit hast, um jetzt Punkt 1 und 2 zu verbinden, dann mach bitte wenigstens diese Massage, mit der du die Kopfhaut ein bisschen entspannen kannst. Ja? Greif dir einfach deine Haare und beweg die Kopfhaut nach vorne, nach hinten, seitlich hin und her. Hier ist sehr oft alles verspannt und verklebt und verkürzt. Und mach das eine Weile, mach das weiter vorne, mach das weiter hinten, um zumindest hier ein paar Entspannungsimpulse zu geben. Denn wie gesagt, diese Bereiche hängen dann auch mit dem Kiefer zusammen und mit den Augenbrauen. Der Stirnmuskel zieht sich nach hinten. Unser gesamter Kopf ist eine Einheit. Das vergessen wir manchmal und glauben, wenn ich nur hier massiere, übe, Botox spritze, dann wird alles anders. Das ist leider nicht so. Unser Körper ist schon sehr sinnvoll aufgebaut. Drittens, wir kommen nun zu unserer Massage und ich zeige dir, wie du das hier alles entspannen kannst und wieder ein bisschen Raum hineinbringen kannst, sodass nicht alles hier so zusammengezogen und verkürzt ist.
Schnapp dir den Anfang der Augenbrauen und nimm ihn fest zwischen die Finger. Halte ihn einfach mal eine halbe Minute lang. Wir tun jetzt noch nichts. Wir halten nur fest. Du musst nicht ganz fest zusammenzwicken, aber doch so, dass du das deutlich spürst. Könnte auch sein, dass sich das schmerzhaft anfühlt. Das ist okay. Du kannst dann ein bisschen nachlassen, aber dann solltest du die Massage öfter machen. Das ist einfach ein Zeichen für Verspannungen. Verspannte Muskeln schreien immer beim Massieren. Und halten. Wir bringen hier mit diesem Halt schon mal ein bisschen Raum hinein. So ungefähr eine halbe Minute lang. Und dann entspannen wir den Muskel und schnappen ihn jetzt wieder vom Neuen. Ja, wir erlauben einfach, dass jetzt Blut hineinschießt und schnappen ihn noch einmal und halten noch mal so 10 Sekunden lang. Und jetzt denk erst einmal an etwas ganz Kleines, sowas wie ein Mohnkörnchen. Ja? Das ist nämlich die Breite, um die wir den Muskel jetzt auseinanderschieben. Bitte nicht daran zehren, nicht einen Zentimeter, ein Mohnkörnchen. Also ganz wenig, ganz leicht den Muskel auseinanderschieben, nach rechts und links. Und jetzt machen wir so eine Hin- und Herbewegung nach oben und unten. Während er ganz leicht auseinandergeschoben ist. Gut. Vielleicht kannst du es schon spüren, dass das hier wieder ein bisschen Leben hineinbringt und loslassen. Spür ein bisschen nach. Unsere Muskeln sind im Gesicht anders als am Körper direkt mit der Haut verbunden. Das heißt, wenn der Muskel sich verkürzt, kann die Haut nicht gerade bleiben. Ja, mit all diesen Dingen, die wir gemeinsam machen, helfen wir dem Muskel, wieder seine ursprüngliche Form zu bekommen durch den Muskelaufbau mit Gesichtsyoga und sich zu entspannen, wieder seine ursprüngliche Länge zu kriegen, nämlich durch die Massagen. Für Punkt 4, also den zweiten Schritt der Massage, brauchst du einen Schrupfer. Wenn du keinen hast, zeige ich dir auch, wie man es mit den Fingern machen kann. Es ist natürlich nicht ganz so intensiv wie mit dem Schrupfer, aber es geht. Du kannst den gelben Bella Bambi nehmen, du kannst auch jeden anderen Schrupfer nehmen, der hier funktioniert in diesem Bereich. Ja, das heißt, wenn du den anderen Schrupfer hast aus Glas, geht das auch. Ein Zentimeter Schrupfer, also der kleinste, sozusagen mit dem kleinsten Durchmesser, funktioniert hier auch super, weil er sehr intensiv ist. Der Vorteil von diesem ist, dass man, wenn du den hast, hast du alles, was du brauchst, weil du im ganzen Gesicht arbeiten kannst. Wie gesagt, für intensiveres Arbeiten nimmt man den kleineren, je kleiner, desto intensiver. Wir haben sie alle in unserem Shop. Ich verlinke dir das also unten. 3 von euch können ihn gleich mal gewinnen. Und ich gebe jetzt ein bisschen Öl in diesen Bereich. Muss jetzt nicht ganz so viel sein. Wer Öle nicht mag, der kann auch mit einem Gel arbeiten. Und wir halten die Haut jetzt hier fest. Setzen den Schrupfer hier an und schieben von unten nach oben. Ich zeige dir das auch gleich mit den Fingern, wenn du keinen Schrupfer hast. Der Vorteil vom Schrupfer ist, dass er hier einfach viel Volumen reinholt, Blut reinholt und in der traditionellen chinesischen Medizin heißt es, wo Blut ist, ist auch Qi. Du kannst auch ein bisschen versetzt arbeiten, ja, da am Anfang der Augenbrauen. Und jetzt wird hier der Muskel schön in die Länge gezogen und zwar bis in die Tiefe. Das ist der Vorteil vom Schrupfen. Wir arbeiten wirklich bis in die Tiefe des Muskels hinein und du merkst auch, dass sich alles rötet. Ich sehe leider nicht bis zum Display. Heute sitze ich ein bisschen weiter weg. So.
Wenn der Durchmesser vom Schlüpfer kleiner ist, arbeite einfach genauso von unten nach oben. Ich wollte euch das mit dem Gelben zeigen. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen großflächiger arbeitet, weil, wie gesagt, ein verspannter Muskel die andere nach sich zieht und so arbeitet man den ganzen Bereich hier durch. Mit den Fingern ist das so, du hältst hier die Haut fest und arbeitest mit den Fingern hier an dem Muskel. Also schön den Muskel durchmassieren. Okay, so kannst du dir abhelfen. Wie gesagt, super, wenn der erste Teil der Massage auch dabei ist, damit alles schon gelockert ist. Und dann kannst du hier speziell nochmal richtig in die Tiefe arbeiten und den Muskel nicht nur entspannen, sondern auch gleichzeitig ihm wieder seine Länge zurückgeben. Schön von unten nach oben. Oh, seht ihr das überhaupt? Entschuldigung, jetzt seht ihr das, ja? Einfach hier unten Halt geben. Und schön nach oben schieben. So, das sieht schön warm aus, gut durchblutet, gut ausmassiert. Perfekt. Wenn du noch mehr zum Thema Zornesfalten wissen möchtest, schau dir gerne auch dieses Video von mir an. Ich werde es dir unten verlinken. Wenn du der Meinung bist, dass wir zuerst natürliche Wege probieren sollten, bevor wir Botox nehmen, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Und wenn du einen der Schlüpfer gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Ich werde am Montag 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video Bescheid geben, wer gewonnen hat. Meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!